Ich habe mein Lockermachen-Mantra noch nicht ganz zu Ende gedacht. Da biegen wir schon um die Ecke, hinter der uns der Ort der Feierlichkeiten erwartet. Ich werde spontan ziemlich unlocker. Ein Schloss. Die feiern in einem richtigen Schloss. Wie im Märchen. Eine prachtvolle Hofvorfahrt. Eine breite Treppe führt zum Entree. Durch die Empfangshalle kommen wir auf eine wunderschöne Steinterrasse, von der aus man in unendliche grüne Weiten blickt. Was für ein schöner Park, in dem bunte, edle Blumenbeete die Wege säumen. Und links und rechts eng gepflanzte Baumgrüppchen, die zum heimlichen Knutschen einladen, wenn ich nicht schon längst ganz unheimlich knutschen dürfte. Das Ambiente dieser deutsch-französischen Hochzeit ist in dem Maße luxuriös, in dem ich mich an nicht so tapferen Tagen schäbig fühle. Hilft ja nix. Jetzt sind wir hier. Also Schultern zurück, Brust und Zähne zeigen und rein ins Gewühl. Zwischen Bonjour, ça va? Und schön, dich hier zu treffen, werden exquisite Häppchen gereicht. 90, 60, 90 Portionen. Nichts zum Dickwerden. Auf Silberlöffeln. Und teuerster Champagner. Da huscht mir ein kurzes Bedauern übers Gemüt, denn so etwas Edles hätte ich schon gerne probiert. Der Gedanke wird abgelöst. Ach, was soll's. Übungseinheit in Schwanger sein. Das klappt besser, als ich das in diesem Moment wahrhaben will. Denn schnell hat sich ohne mein Kundtun unter einigen der Gäste die Kunde verbreitet, dass bei der Pielhau was Kleines unterwegs sein könnte. Die trinkt ja nur Pfefferminztee. Ich dementiere nicht sofort, weil mir der Gedanke deutlich besser gefällt als der eigentliche Grund und Hintergrund der Abstinenz. Die Zeremonie hat den zauberhaften Charme einer Wiesenhochzeit im Feenwald.